Moin moin und herzlich willkommen zu Folge 5 des Let's Learn Slayer Cyclen. Wir befinden uns vorm Lab. Rennen da mal fix durch. Wie sieht das heute aus? Duels, Swords, Idols, Portals. Hier ist ein Relic. Ausgang ist oben rechts. Im Grunde muss ich mich überhaupt nicht um die Idols kümmern. Ich burst die Saro einfach um. Ich hoffe, das reicht vom Damage, ja. Oh, doch nicht. Egal. Hier ist ein Dark Shrine. Den können wir ja mal suchen. Ja, da ist er auch schon. Weiter geht's mit Damage Notes. Ausgang ist oben rechts. Hier ist auch noch ein Relic. Wenn wir das finden, ist nett. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Ja, da renne ich jetzt nicht ganz drumherum. Schauen wir mal, was wir für Items bekommen haben. Physical. Live, also nicht Live Hybrid. Ist normaler Live-Roll, nur mega schlecht. Live-Resi. Okay, die taugen nichts. Hier haben wir Portals. Kann man kaputt machen. Kann ja eins mal kaputt machen. Wobei, die gehen ja nebenbei kaputt. Machen wir das ja auch noch kaputt. Haben sogar noch Zeit. Gut. Nächste Zone, Dark Shrine, Ausgang oben rechts. Curved Blade.
Oh. Okay, hier haben wir wieder einen Dark Shrine und der Ausgang ist Top-Mitte. Ah, ist diese Zone. Ja, suche ich gar nicht erst nach dem Dark Shrine, wenn ich ihn finde, ist gut, wenn nicht. Ist auch so. Ah. Vielleicht ist hier was Gutes bei. Boah, die sind nicht schlecht. Da kann ich Resi drauf craften. Sie mal anlegen. Oder? Kann ich? Ja. Ja, passt. Live. Kann ich auch Resi drauf craften? Kriegen wir mal ein bisschen live ran hier. Handschuhe. Was kann der Gürtel? Oh, live. Flask Effectuation, Cold Dress. Nice. So, Slayer. Diese Seite ist die Leech-Seite. Das ist Culling Strike. Reduce Reflect Damage Taken. Das brauchen wir später erst. Also, wir holen uns zuerst mal Leech. So, schauen wir nochmal. Vielleicht hat der Händler ja jetzt eine Vorlink-Waffe. Sieht nicht gut aus. Nope. Bin's Batman. Passen irgendwelche Resis nicht? Gut, wir haben einen Feuer-Resi zu wenig, aber dafür crafte ich jetzt nichts auf meine Items. Hier könnte ich was drauf craften, hier könnte ich was drauf craften. Also wir sind gewappnet für Akt 5. Wir haben 1400 Life. Das ändert sich in der nächsten Zeit auch erstmal nicht mehr, weil wir jetzt hier hochgehen. 1, 2, 3, 4 Skillpunkte lang ändert sich nichts am Life. Ja gut, Stärke bringt halt ein bisschen, aber vernachlässigbar. Und dann kriegen wir hier noch ein bisschen Resis und ein bisschen Life und dann gibt es endlich Resolute Technik. Wenn man wirklich Life bräuchte, könnte man sich hier auch noch Life mitnehmen. Gut, aber das soll es dann erstmal gewesen sein für diese Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.